Partner. Also ihr habt gehört, in 15 Minuten für alle, die mitkommen wollen, Treffpunkt. Für alle, die hier bleiben wollen oder wieder hier zurückkommen wollen, je nachdem. Hier geht es nämlich auch noch weiter mit dem gemütlichen Teil des netzpolitischen Abends. Bier oder Mate trinken, es gibt Snacks in der Küche. Und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, bitte bringt nachdem ihr jetzt da alle aufsteht, euren Sessel hier nach vorne und hängt ihn wieder hier auf. Das würde uns die Arbeit erleichtern und wir haben hier auch mehr Platz zum Unterhalten. Und der nächste netzpolitische Abend findet am 4. Mai statt, wie immer jeden ersten Donnerstag im Monat. Und ich hoffe, dass wir euch dann wieder begrüßen können und bis dahin noch einen schönen Abend. Der schöne Abend neigt sich jetzt für alle, die auf den diversen Streams lauschen und zusehen, leider dem Ende zu. Aber vorher kann ich zum Trost noch mitgeben eine längere Liste von Danksagungen. Da wäre zunächst einmal natürlich das MetaLab als Veranstaltungsort und sofort auch die Community, die den netzpolitischen Abend Monat für Monat veranstaltet. Das ist nämlich Arbeit und ehrenamtliche Arbeit. Welch Überraschung. Das ist eine ganz, eigentlich recht relativ große Gruppe von Menschen, die das bewerkstelligt und bislang noch immer glorios über die Runden gebracht hat. Barbara Wimmer danke ich für die Moderation und dass sie uns durch den Abend geführt hat. Michael Ebner wiederum hat uns zwei Mikrofone geborgt, zwei Funkmikrofone, die es erlaubt haben, ich möchte fast sagen, naja, nicht ganz, aber fast erstmals in der Geschichte des netzpolitischen Abends eine tontechnisch vertretbare Übertragung und Aufnahme hinzubekommen. Darüber werden sich wiederum die freien Radios freuen, die froh zuallererst einen gekürzten Mitschnitt auf eine Sendestunde zusammengeschnitten senden wird, immer am Freitag der Folgewoche. Also nächste Woche, Freitag, gibt es auf Pro das zu hören. Dann wird es archiviert in den Archiven der freien Radios, wo es dann fürderhin bis in alle Ewigkeit nachvollziehbar bleibt, was hier heute geschehen ist. Ferner bedanke ich mich bei Auftrat, Auftrat.org, Kulturprojekt, niederösterreichisch, in Langenlois beheimatet, die uns nämlich die Streaming-Server zur Verfügung gestellt haben für den Audio-Stream. Nicht zuletzt auch Idealism Prevails, mit der Unterstützung mein Erscheinen hier stattfindet und über die Bühne geht. So, damit sind wir fertig. Die letzte Danksagung richtet sich an euch. Dankeschön fürs Zuhören.